Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video meiner Serie Iman TV Analyse. Und heute geht es um ein Video vom 4. August 2021 als Sendung oder als Livestream von Iman TV mit einem Titel, der sowohl Behauptung als auch eine ziemlich sinnlose Herausforderung gestellt wird. Und der Atheismus bleibt irrational, obwohl die noch nie gezeigt haben, dass es irrational ist. Und dann die Herausforderung, der Glaube an Gott hingegen ist rational und überzeuge uns vom Gegenteil. Naja gut, wir haben also die bereits bekannte Umkehr der Beweislast, die ja eigentlich ein Beweis für Unfähigkeit ist. Und heute mache ich mal was ganz anderes, und zwar werde ich dem Namen des Kanals, nämlich Analyse, gerecht. Warum ist das so? Nun, ich habe mal überlegt, was da eigentlich passiert. Weil dieses Mal lag es nicht daran, dass die Leute, die mitgemacht haben, die Atheisten, irgendwie sich nicht auskannten oder was, sondern das waren Superband, super gut und gebildete, mit unheimlich viel Information versehene Leute. Die haben also alle Argumente einfach nur platt gemacht. Die haben die komplett zerlegt. Und die Muslime haben es nicht gemerkt. Ich meine, ich habe das jetzt relativ schnell überflogen. Und wie man das so macht, wenn man dann ins Bett geht und so langsam einschläft, dann lässt man das nochmal Revue passieren. Und da ist mir dann etwas aufgefallen, was ich schon vor ein paar Jahren mal gesagt habe. Und wenn man das dann mit einfließen lässt, dann ändert sich irgendwie die ganze Situation. Ich bin ja im Islam aufgewachsen, das heißt als Junge, ne? Wo man noch mit Mädchen Doktor spielen durfte, auch wenn das Musliminnen waren, die waren genauso neugierig wie wir Jungs, den eigenen Körper zu entdecken. Heute, glaube ich, geht das gar nicht mehr. Dann habe ich ja später mit Muslimen gearbeitet, gelebt, gefeiert, getrauert. Ich war halt Teil einer Gesellschaft, die zum größten Teil aus Muslimen bestand. Und damals habe ich festgestellt, dass wirklich Muslime Probleme haben mit dem Abstrahieren. Das heißt also mit in Konzepten zu denken. Das heißt, wenn jemandem gesagt wurde, und das ist jetzt tatsächlich passiert, schreib bitte auf, also die neuen Tankerwagen sind angekommen, bitte schreib auf die Seitenwände auf Arabisch Rauchen verboten. Dann komme ich zurück und sehe, dass auf der Wand tatsächlich steht, und das ist jetzt wirklich auf Arabisch, also die Wörter auch auf Arabisch stehen da auf Englisch, und dann steht da Rauchen verboten. Aber da steht nicht auf Arabisch, in der arabischen Sprache dann, Rauchen verboten, sondern da steht in Englisch, auf Arabisch, Rauchen verboten. Und ich sage, was hast du denn da gemacht? Ja, du hast mir gesagt, ich soll auf Arabisch schreiben. So, der hat also wortwörtlich das ausgeführt, was ihm gesagt wurde. So, und wenn man sich das jetzt mal klar macht, wenn man das jetzt mal überträgt und dann einfließen lässt, diese ganzen Gedanken, und dann passiert Folgendes. Ich stelle jetzt mal eine Hypothese auf und werde jetzt mal ein Modell vorstellen, und das werde ich jetzt veröffentlichen und hoffe, dass dann ein Peer Review stattfindet, dass Leute das dann untersuchen und sich Gedanken machen, ob das, was ich jetzt hier sage, in irgendeiner Form Sinn macht, und wenn nicht, dann weiß ich wenigstens Bescheid, dass ich da auf dem falschen Dampfer war. Ich habe auch keine Lösung. Also wir können uns darüber unterhalten, wie das hinterher aussieht, was man da machen kann. Ich habe so ein, zwei Vorstellungen, was in der Vergangenheit gewirkt hat, aber was man daraus jetzt macht, das weiß ich noch nicht. Wenn die sagen, ja, da fährt auf dieser Straße fährt eine Straßenbahn. Und ich sage dann, ja, Moment mal, das sind ja bestimmte Sachen, die man dann erkennen muss. Das sind ja verschiedene Effekte. Was eben das Konzept Straßenbahn zwingend erforderlich macht. Das heißt also, ich brauche Schienen und ich brauche eine Oberleitung. Dann habe ich Effekte wie die Geräusche, die eine Straßenbahn macht, und den Wind, den man spüren kann, wenn die sich bewegt, wenn die an einem vorbeifährt und so weiter. Das heißt also, das sind alles Sachen, die nicht vorhanden sind. Also sage ich, ich glaube nicht, dass hier eine Straßenbahn fährt. Jetzt ist das aber nicht so, dass der Muslim jetzt sagt, ah, okay, dann habe ich mich getäuscht. Sondern er sagt, und jetzt geht's wieder auf die Arbeitsebene runter, das Konzept Straßenbahn kannst du so nicht widerlegen, weil du hast nicht gezeigt, wie die Leute transportiert werden. Die Gedanken können nicht auf Konzeptebene bleiben, dass ein Konzept etwas voraussetzt und etwas in Bewegung setzt. Und dann
irgendwelche Effekte dann sichtbar oder demonstrierbar sein müssen. Ich muss also in der Lage sein, eine Straßenbahn zu erfassen. Egal, ob das über Geräusche oder Windzug oder über das Vorhandensein von Gleisen oder Oberleitung oder Strom oder was immer ist. Und vor allen Dingen, ich sehe es ja nicht. Ich kann es ja nicht messen und ich erfasse nichts. So, wenn ich jetzt das einfließen lasse in das, was ich da in diesem Stream gehört habe, dann macht das schon wieder Sinn. Weil dann kann ich mit einem Moslem nicht darüber diskutieren, dass ich als Atheist nicht glaube, dass ich das Gegenteil bin von einem Theisten, der ja glaubt, dass es mindestens einen Gott oder Göttin gibt. Das versteht ein Moslem zwingend nicht. Und deswegen können wir uns auf dieser Ebene überhaupt nicht darüber unterhalten. Und das merkt man, weil ja zum Beispiel gesagt wird, der Atheismus, weil das ist ja sofort ein System für einen Moslem. Ein Moslem kann ja nicht einfach sagen, ja, du glaubst nicht an Götter und das war's dann schon. Dann können wir uns über das Konzept Gott unterhalten, sondern das geht dann wieder runter auf die Arbeitsebene und dann heißt es, du kannst aber nicht erklären, warum das so ist. Weil ein Moslem sofort das Wort Atheist übersetzt in Amuslimist. Das heißt also, ich lehne nicht die Argumente für die Existenz eines oder irgendeines Gottes ab, sondern des muslimischen, des Islamgottes, des Schöpfers von Himmel und Erde und alles, was dazwischen ist, der die Moral definiert, der Gut und Böse definiert, der, wenn alles, was er macht, ist gut und alles, was er verbietet, ist schlecht. Das alles lehne ich damit ab. Er versteht das Konzept nicht. Und deswegen kommen dann diese Äußerungen. Du musst jetzt erklären, wie das Universum zustande gekommen ist. Weil er nicht versteht, dass wir über das Konzept Gott reden und nicht auf die Arbeitsebene runtergehen, auf die Effekte, die der Gott dann haben könnte, die als Attribute ihm zugeordnet werden in dieser Scheinwelt, in dieser Märchenwelt. Das heißt also, wir müssen auf einer völlig anderen Ebene mit Muslimen kommunizieren. Es hat also keinen Sinn zu sagen, ich lehne das ab und du musst mir jetzt beweisen, dass dein Gott existiert. Das trifft auf völlig große Augen und der guckt dich nur an und sagt, ja, was will der von mir? Weil es ist doch für ihn offensichtlich, dass ein Gott existiert, weil das Universum ja existiert. Und weil das Universum existiert, ist es ja logisch, dass da die Menschen, die ja dort existieren, auch von diesem Schöpfergott erschaffen wurden. Mit den ganzen Attributen, die ein Mensch hat. Und deswegen müssen wir diesen Gott anbeten. Das ist doch alles ganz klar. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, es gibt diesen Gott nicht oder es gibt überhaupt keinen Gott, da stehen die davor und sagen, ja, aber wir haben doch das Weltall, wir haben doch Menschen. Das musst du dann doch alles erklären. Das heißt also, wir müssen von den Konzepten weg, sondern wir müssen irgendwie entweder versuchen, Muslime hochzuholen auf eine Konzeptebene oder wir müssen ständig auf der Arbeitsebene diskutieren. So, und das sind jetzt so meine Gedanken, die ich im Augenblick habe, wo ich sage, wir machen hier irgendetwas gravierend falsch. Und dazu gehören auch so Sachen wie, und das hat Drop mir sehr gut erklärt, wir dürfen nicht sagen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Obwohl es ehrlich ist, obwohl es eine sehr hohe, ein Grad an Reife braucht, um das sagen zu können. Wir müssen aber weg davon. Wir müssen sagen, okay, wenn es zum Beispiel über die Entstehung des Weltalls geht, ja, wir haben einige sehr gute Ideen und die Anstrengungen, die wir machen, das zeigt auch sehr große Fortschritte und wir haben sehr gute Leute, die daran arbeiten. Aber im Augenblick gibt es noch so viele Möglichkeiten und zu wenige handfeste Informationen, dass ich mir darüber ein abschließendes Urteil bilden kann. So, was ich damit gesagt habe, ist, ich weiß es nicht. Aber ich habe nicht gesagt, ich weiß es nicht. Und das ist der Unterschied. Und das sind genau die Sachen, über die wir uns Gedanken machen müssen, wie wir solche Sachen rüberbringen. Wie wir mit Muslimen reden, um zu vermeiden, dass solche Plattitüden dann einfach entstehen und diese Stereotypen. Dass gesagt wird, ja, ein Atheist, der sagt ja immer nur, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und für einen Moslem ist das eine Todsünde, weil er immer sagt, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Weil er hier diese Gewissheit hat aus dem Koran, aus der Sunna, aus den ganzen Gelehrten, die alle sagen, so und so ist es. Und auch wenn wir ein
ein Fehler im Koran zeigen. Also wie heißt das denn? Das Erbschaftsverteilungsschema im Koran ist ja nun absolut verkehrt, absolut falsch und kann auch nicht widerlegt werden, weil es ja mathematisch ist. Das heißt, man kann es nicht irgendwie wegdiskutieren oder interpretieren. Das bleibt. Aber das wirkt nicht, weil ein Moslem ja sofort sagt, ja, wir haben ja die Sunna und die erklärt das ja. Er versteht das Konzept nicht, dass es ja ein Gott ist, der den Koran geschrieben hat und wir im Grunde genommen vergleichen den Koran mit der Sunna und sehen, dass es eine Diskrepanz gibt. Das versteht er nicht. Weil er hat ja die Lösung, er hat ja die Möglichkeit dann über Awal oder was immer dann zu lösen. Und deswegen müssen wir lernen, wie man mit Muslimen redet. Weil auf der Ebene, auf der wir das im Augenblick tun, kommen wir da, glaube ich, nicht weiter. Weil ich habe das ja jetzt bei Pine Creek gehört. Der hat ja auch ein Konzept vorgestellt, wo zwei Welten vorgestellt wurden. Und das haben die nicht verstanden. Und das waren jetzt gebildete Muslime, die sich mit Philosophie beschäftigt hatten. Die konnten einfach mit diesen Konzepten nichts anfangen. Das heißt also, irgendwie gibt es da einen Bruch in den Gedanken, dass man sofort immer auf Arbeitsebene runtergeht. Die kriegen es nicht in ihr Gehirn rein, weil sie nicht in der Lage sind, auf Konzeptebene zu reden und zu denken. Zu denken und zu reden, muss das heißen. So. Das heißt, ich weiß da jetzt auch nicht, was man da jetzt machen kann. Was ich gemerkt habe, ist, dass der größte Eindruck eigentlich entsteht, wenn ich mich über etwas lustig mache. Also, wenn ich sage, ja gut, ihr müsst an fliegende Esel glauben. So, das ist dann etwas, wo Muslime reagieren. Im Englischen gibt es ja dieses schöne Wort to ridicule. Und wenn man to ridicule somebody, machst du dich genau lustig über das, was er sagt, was er denkt, was er glaubt, was er da von sich gibt. Weil sie dann irgendwie, weiß ich nicht, das bewirkt dann etwas, weil die dann sagen, hoch, wie kann der sich denn darüber lustig machen? Und das andere, was ich da festgestellt habe, was wirkt, ist eben das, was ich schon öfters vorgestellt habe, dieses sokratische Fragen. Das heißt also, dass man selber einen Moslem dazu bringt, in seinem eigenen Tempo die eigenen Tatsachen zu entwickeln. Dass man also tatsächlich, und mit Rob haben wir das ja tausendfach geübt, wie man diesen Inheritance Distribution Error, also diesen Erbschaftsverteilungsfehler, wie man den darstellen kann. Und da haben wir wirklich festgestellt, man muss das Schritt für Schritt machen und man muss den Moslem das selber entwickeln lassen. Das heißt, man sagt dann, okay, wir nehmen mal ein Modell, das sieht so aus, x, und aus diesem x besteht das und das, und jetzt entwickelt das mal aus dem Koran. Wir haben eine Zahl, 240.000, nehmen wir mal an, das ist die Erbschaft, jetzt gib mir mal die Anteile. Und dann gehst du Schritt für Schritt mit ihm das durch. Und dann zeigst du ihm, huch, wir haben, das geht ja nicht. So, dann musst du ihn darauf bringen, es gibt aber den Awal, den Aul-Fall, wie sieht das da aus? Okay, und dann vergleichst du das. Und dann kannst du sagen, ja, Gott sagt 16.000, der Anteil von den Töchtern, und Awal sagt 14.000, 14.200 oder was immer. So, wem folgst du jetzt? Gehst du jetzt, was Gott sagt, oder gehst du jetzt, was ein Gelehrter sagt? Das steht ja nicht in der Sunna. Das ist das Problem. Das Problem ist in der Sunna noch nicht aufgetreten, sondern erst hunderte von Jahren später. Der Khwarizmi hat ja versucht, das dann mathematisch zu regeln, hat das nicht geschafft. Der hat also dann irgendwann aufgegeben, der hat versagt. So, aber das muss man dann Schritt für Schritt machen. Das sind die einzigen beiden, die ich gesehen habe. So, das war's eigentlich. Ich will jetzt gar nicht weiter auf das Video eingehen, weil das ist einfach irre. Die haben den tollsten, stärksten, schönsten, mächtigsten Gott. Die haben den besten Propheten, das Beste aller Bücher und haben dann vom einzelnen Atheisten so viel Schiss. Weil hier ist es ja auch wieder. Hier schreibe ich einen Kommentar. Das ist sehr einfach. Es ist ja alles sehr neutral. Und 2 Sekunden später gehst du hin, bums, ist er gelöscht. Es könnte ja einer auf die Idee kommen, das ernst zu nehmen und zu fragen, ja, wie kommt der denn dazu, das zu sagen? Deswegen wird er sofort gelöscht. Jetzt, wenn jemand aufgepasst hat, dann kann er mal sehen, wie paranoid das ist. Weil ich schreibe hier Kees mit J. Weil, das muss man sich erstmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, Iman TV so viel Angst vor mir hat, dass die tatsächlich den Namen Stefan Kees als Unwort eingegeben haben. Das heißt also, jeder Kommentar
der Stefan und Kees zusammen beinhaltet, sofort geschluckt wird. Der wird rausgefiltert und sofort gelöscht. Der kommt nie ans Tageslicht. Und deswegen, erst wenn man an Stefan K. schreibt oder Stefan Kies mit J, wenn ich das gemacht habe, dann erscheint er. Und wird dann manuell gelöscht. Aber so paranoid sind die mittlerweile geworden, dass selbst das nicht möglich ist, weil die so Schiss haben. Okay, also wie gesagt, das ist jetzt erstmal eine Hypothese. Das ist einfach nur mal ein paar Gedanken, die ich habe, wo ich einfach nur sage, okay, ich habe das beobachtet und das sehe ich dann so und wenn ich das so einordne, dann macht das so Sinn. Und das wird ja dann auch bestätigt, weil ein Anas, der geht ja dann hin und sagt, ja, aber meine Roboter, die gebären dann ja quasi kleinere Hunde. Er merkt aber gar nicht, dass das im Grunde genommen nichts ändert, dass es immer dasselbe ist. Genauso dieses Euthyphro-Dilemma, weiß ich nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das merken die nicht. Die merken nicht, dass das immer dasselbe ist, weil alle Antworten, die die geben, sind in sich wieder ein Euthyphro-Dilemma. Und so, und wenn ich das alles zusammennehme, dann komme ich immer wieder auf das Gleiche, dass das einfach diese Unfähigkeit da ist, die dann dazu führt, dass das nicht erkannt wird. Okay, jetzt freue ich mich auf die Kommentare und guck mal, was Leute denken, ob das irgendwie was sein kann oder ob ich da komplett auf dem Holzweg bin. Dankeschön und tschüss bis zum nächsten Video. Ciao for now.